herzlich willkommen zum Rückspiel Real Madrid gegen Bayern München in unserem Mini-Cup, kann man schon was sagen. Auch wenn es hier eigentlich keinen Cup gibt, aber es gibt einen Gewinner und der könnte heute entschieden werden. Also, ich spoilere das Ergebnis des Spiels in 3, 2, 1. Ich habe mit dem FC Bayern München 2:0 verloren gegen Real Madrid zu Hause. Obwohl ja zu Hause jetzt auch nicht. Es war im StubHub Center, aber heute spielen wir im Santiago Bernabéu in Madrid mit Real Madrid. Also wieder auf Profi. Stellen hier nochmal kurz alles ein, was man so einstellen könnte. Aber hier gibt es eigentlich in der Demo gar nichts zum Einstellen, bis auf hier so die Sachen. Und natürlich Audio noch. Aber dann gehen wir noch ins Teammanagement. Und zwar würde ich gerne hier im 4-2-3-1 spielen, da das wahrscheinlich einer der Formationen sein wird, mit der ich häufig in FIFA 18 spielen werde. Ja, das wäre eigentlich die Aufstellung. Vielleicht Modric noch als Quicksubs rein und für ihn kommt dann Isco rein. Asensio, den werde ich wahrscheinlich manuell einwechseln, aber das wäre vielleicht die Aufstellung. Besser wäre es gewesen, vielleicht hier Ronaldo eher auf die Außen zu stellen, also weiter nach außen. Aber ich denke, dass passt so. Und schaut euch auf jeden Fall das Hinspiel an. War eigentlich ja sehr spannend, auch ausgeglichen. Aber Real Madrid konnte sich dann am Ende durchsetzen mit 2:0. Aber heute könnte sich das noch ändern, wenn Bayern München 2:0 gewinnt. Dann muss ich ein extra Spiel machen, dass ich mit Absicht 0:0 oder 1:1 ausgehen lasse. Und muss dann in die Verlängerung gehen und ja, das könnte auch zum Elfmeterschießen führen, aber ich hoffe, dass das hier einfach irgendwie ein Sieg für uns wird, für Real Madrid, oder auch 0:1 für die Bayern, oder auch 0:3, oder auch einfach 0:0, dann würde auch Real Madrid gewinnen. Und dann gehen wir rein in die Partie, bis gleich. So, und da sind wir auch schon im Santiago Bernabéu. Real Madrid gegen den FC Bayern München heißt heute an diesem Abend in Madrid. So, das Rückspiel des Mini-Cups auf meinem Kanal. Könnt ihr gerne auch noch ein Like da lassen oder auch ein Abo, würde mich sehr unterstützen. Aber hier konzentrieren wir uns heute auf jeden Fall auf das Spiel Real Madrid gegen FC Bayern München. So, die Mannschaften werden jetzt hier noch von den Fans begrüßt. Und dann hier die Aufstellung von Real Madrid, von unserer Mannschaft im 4-2-3-1. Ja, eigentlich die ganz normale Aufstellung fast schon, nur mit den zwei Sechsern hier. Das ist ja eigentlich 4-3-3. Die normale Formation des der Madrider. Aber hier die Aufstellung von Bayern München jetzt. Ja, also das finde ich eigentlich nicht so gut von EA gemacht, dass die CPU einfach nichts an der Aufstellung meistens verändert. Das ist im Karrieremodus eigentlich auch immer so, dass die CPU eigentlich immer die Standardaufstellung auflaufen lässt. Aber das kann man einfach nicht ändern. Vielleicht kann das EA ja zu FIFA 19 mal ändern. Aber bis dahin haben wir noch eine lange Zeit vor uns in FIFA 18. So, die Mannschaften besprechen sich jetzt hier noch im Kreis. Cristiano Ronaldo hier von Madrid, der Coverstar von FIFA 18. Und den Jury-Namen spreche ich jetzt einfach mal nicht aus. Ich möchte mich hier einfach nicht blamieren. Und dann geht's los mit dem Anstoß von Karim Benzema, die Partie Real Madrid gegen FC Bayern München. Gareth Bale gleich mal hier mit der ersten Chance, liegt zu Karim Benzema rüber. Ja, da hätte Bale selbst abschließen müssen, aber da wollte ich jetzt nicht so
Ego machen. Aber Bale nochmal. Jetzt könnte er sich es merken, dass er nicht immer ablegen muss, sondern auch mal schießen kann. Na, Cristiano Ronaldo jetzt mal läuft nach innen. Cristiano Ronaldo, Jerome Boateng bekommt den Fuß dazwischen, zwischen Tor und Ball. Und dann hat Neuer den Ball in seinen Händen. Aber Madrid bisher die bessere Mannschaft. Das kann sich aber auch ganz schnell ändern. Aber Modric probiert es jetzt mal aus knappen 20 Metern. Aber bisher noch nichts Gefährliches auf Navas und Manuel Neuers Tor gekommen. Jetzt aber hier Arjen Robben noch. Ah, verliert den Zweikampf gegen Ramos. Ah, Gareth Bale jetzt hier auf der rechten Seite. Bringt mal die Flanke auf Cristiano Ronaldo. Aber der stand auch anscheinend laut des Schiedsrichterassistenten im Abseits. Und ja, der steht hier 5 Meter im Abseits. Also gut gesehen auf jeden Fall auch vom Assistenten. Aber das sollte man eigentlich auch sehen. Und jetzt Arjen Robben kommt hier nicht an Marcelo vorbei. Ah, Navas ist hier ein bisschen unter Druck gesetzt worden von Arjen Robben. Die Szene noch nicht vorbei, aber so langsam sollte hier nichts mehr anbrennen. Ja, jetzt hat Ramos den Ball. Ja, Cristiano Ronaldo. Schneller Sprint hier von ihm, aber bekommt nur eine Ecke. Ja, nein, als ob das keine Ecke war. Also für mich war das eigentlich eine klare Ecke. Aber der Schiri entscheidet ab auf Abstoß. 45 Minuten sind rum, 2 Minuten gibt's noch drauf. Arjen Robben auf Lewandowski. Ramos, faul, aber Vorteil läuft und jetzt ist auch Halbzeit. 0:0 nach 45 Minuten. Ja, bisher eigentlich, man kann sagen, Real Madrid ist ein bisschen besser, wie auch im Hinspiel in der zweiten Hälfte. Aber hier sehen wir auch Bayern noch keinen Schuss aufs Tor oder überhaupt einen Schuss. Ja, eigentlich kann man schon sagen, dass Real Madrid die bessere Mannschaft bisher ist, was man hier auch unten sieht bei Schussgenauigkeit. Aber in Passgenauigkeit ist Bayern ein bisschen besser. Aber dann gehen wir rein in die zweite Hälfte. Let's go! So, Gareth Bale ist ja einer der schnellsten Spieler in ganz Europa. Aber hier kommt er nicht ganz am Mats Hummels vorbei. Und jetzt vielleicht Arjen Robben im Gegenzug. Marcelo bekommt aber den Kopfball auf seine Seite rüber, aber Vidal hat den Ball. Und jetzt James Rodriguez auf Lewandowski. Und jetzt die erste Parade und auch der erste Schuss hier von Lewandowski und die erste Parade hier von Navas, wo er auch wirklich mal eingreifen musste. Also die anderen Schüsse, da hätte er sich sogar hinlegen können. Aber jetzt war es mal eine sehr, sehr gefährliche Situation, wie James die rausgespielt hat. Und jetzt mal die Bayern wieder. Ronaldo jetzt noch. Ronaldo bekommt er den Ball. Nee, aber die Gefahr ist noch nicht weg. Aber jetzt hat Casemiro den Ball. Bekommt er den nach vorne zu Benzema. Benzema macht das super. Und der spielt ihn fast genauso gut weiter. Aber die Bayern-Abwehr steht wie immer am besten. Ah, Benzema jetzt mal. Schafft es an Alaba aber nicht vorbei. Ja, Benzema jetzt muss stehen bleiben. Ah, die Flanke wird aber von Boateng abgefangen. 78 Minuten gespielt. Steht aber immer noch 0:0. Ronaldo, was macht denn der da? Bleibt stehen, will den Ball annehmen, aber der Ball fliegt daneben vorbei. Jetzt James Rodriguez. Auf Robert Lewandowski, Außenstart von Ribéry. Grätsche von Carvajal. Missglückt immer noch Ribéry. Auf Thiago mit der nächsten großen Chance für Bayern. Ich wechsle jetzt mal Isco
für Modric ein. Isco Disco. Ja, den kennt ihr bestimmt. Ist ja jetzt sogar ein Kandidat wahrscheinlich in den nächsten Jahren, obwohl ist der schon 29 oder so. Ich glaube schon, dass der ein älterer Spieler ist. Also, für mich ist das sogar einer von den besten Spielern, die es bisher in Europa gibt. Aber da kann ich mich auch täuschen. Weil manchmal macht er überragende Dribblings. Aber jetzt müssen wir uns auf das Gameplay hier konzentrieren. Und dieser Fehler von Karim Benzema. Ah, Foul gibt's auch. Aber für uns gibt's einen Foul. Also gegen uns. Nee. Gegen die Bayern natürlich. So, und jetzt schön gespielt hier. Jetzt Karim Benzema. Boateng weiß nicht wohin und jetzt was, glaube ich, Isco gleich mal. Mit der ersten Aktion von ihm, Bale mit der Flanke, konnte entschärft werden von Neuer. Aber immer noch heiße Endphase hier. Ja, 90. Minute und dann ist die Partie zu Ende. Das war's mit unserem Minicup und ihr könnt jetzt in der Infokarte gerne abstimmen, wie es in FIFA 19, in der FIFA 19 Demo sein wird. Soll ich sowas auch machen, was aber noch ein bisschen dauern könnte, ja? Ja, ungefähr wahrscheinlich sogar. Soll ich das in der FIFA 19 Demo auch mal machen? Aber halt mit anderen Vereinen, so vielleicht mal Premier League Duell. Manchester United gegen Manchester City gäbe es ja in FIFA 18 Demo jetzt auch. Könnten wir ja noch mal eine Runde machen in der FIFA 18 Demo. Aber für heute war es das. Vor allem für mich. Ich habe jetzt zwei Videos, einmal das Hinspiel und auch das Rückspiel aufgenommen. Hier sehen wir es. In der zweiten Halbzeit hat sich Bayern auf jeden Fall, ja, waren sie schon sehr gut dabei. Vor allem auch kurz vor ein paar guten Torchancen. Aber am Ende geht es 0-0 aus. Real Madrid gewinnt also den Cup, unseren Mini-Cup. Mit 2-0 jetzt am Ende ganz. Und hier werten wir das Ganze als Remis. Dann war's das für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!